In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Wasserhärte. Was ist das? Die Wasserhärte ist ein Maß für die im Wasser gelösten Erdalkali-Ionen bzw. die Hydrogencarbonat-Ionen der Erdalkalimetalle, vor allem Calcium- und Magnesium-Ionen. Die weiteren Erdalkalimetalle kommen eher nur in Spuren vor, deswegen können wir sie an dieser Stelle vernachlässigen. Die Gesamthärte, abgekürzt GH, steht für die Summe der im Wasser gelösten Erdalkalimetalle in ionisierter Form. Wie schon gesagt, dabei in erster Linie für die Ionen des Calcium und Magnesium. Die Maßeinheit für die Gesamthärte ist Grad deutsche Härte. Die Carbonathärte, abgekürzt KH, steht für die Summe der Hydrogencarbonationen der Erdalkalimetalle. Gemessen wird sie ebenfalls in Grad deutsche Härte. Da bei dieser Messung allerdings auch die Summe der Natriumhydrogencarbonationen mitgemessen wird, kann es also theoretisch passieren, dass die gemessene Carbonathärte größer ist als die Gesamthärte. In dem Fall wird die Carbonathärte gleich der Gesamthärte gesetzt. Das macht auch Sinn, weil die Carbonathärte wichtig ist für den Seifenverbrauch, zum Beispiel bei Waschmaschinen, da Natriumhydrogencarbonat dabei unerheblich ist, weil die Seife darauf nicht reagiert, ist die Carbonathärte aus Natriumhydrogencarbonat unerheblich. Dann haben wir noch den Leitwert. Der Leitwert hat allerdings nicht direkt was mit der Wasserhärte zu tun, sondern die Messung des Leitwertes ergibt die Gesamtsumme aller im Wasser gelösten Ionen. Also nicht nur der Erdalkalimetalle, sondern aller im Wasser gelösten Ionen. Leitwert ist allerdings nicht ganz korrekt, sondern wir messen die Leitfähigkeit. Das ist der Leitwert bezogen auf eine Strecke. Gemessen wird er in Siemens pro Meter. Für uns aquaristisch interessanter ist die Messung in Mikrosiemens pro Zentimeter. Der Leitwert ist eigentlich der Kehrwert des ohmschen Widerstandes. Also hat der Leitwert schon mit der Leitfähigkeit zu tun, allerdings nicht bezogen auf eine bestimmte Strecke. Da sich der Begriff Leitwert jedoch eingebürgert hat, verwende ich diesen auch weiterhin. Wie schon gesagt, ist der Leitwert ein Maß für die Gesamtsumme aller im Wasser gelösten Ionen. Deshalb ist der Leitwert für die Angabe osmotischer Verhältnisse, wie zum Beispiel bei der Zucht, für uns erheblicher als die Gesamthärte bzw. die Carbonathärte. Für osmotische Verhältnisse spielen allerdings auch Stoffe eine Rolle, die im Wasser gelöst vorkommen, jedoch nicht ionisiert vorliegen. Zum Beispiel Zucker, Eiweiße oder Alkohol. Diese sind für uns jedoch unerheblich, weil sie im Aquarium sehr schnell aufgespalten werden und damit nicht mehr messtechnisch relevant sind. Letztendlich geht es bei der Messung von Gesamthärte, Carbonathärte oder Leitwert grundsätzlich nur um osmotische Verhältnisse bei der Zucht oder für Wasserpflanzen, damit man diese optimal vermehren bzw. halten kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert bitte den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu bimmeln. Wenn ihr Fragen habt, benutzt bitte die Kommentarfunktion. Vielen Dank für euer Interesse.